Moin. In der letzten Folge war, nennen wir es mal, Damians Offenbarung und jetzt wird das der Gang vorgetragen. Und der Rest der Folge danach, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, aber es ist, glaube ich, eine Stunde oder so ein Shit, ist, naja, eher OT-Besprechung von Vorgehen, als dass sie wirklich was machen. Hätte man nicht zwingend am Spielamt machen müssen, aber sagen wir mal ehrlich, ich hatte auch nicht wirklich irgendwas geplant und, es geht ja maßgeblich darum, dass wir Zeit füllen, ne? Und es geht ja nicht um Unterhaltung. Ging es ja noch nie. Also warum sollte jetzt? Viel Spaß. Und bleibt gelangweilt. Ihr In fahrt der letzten Folge. zurück. Und, scheiß drauf. Wenn ihr zurückfahrt, wird Platt aber nicht da sein. Der muss sich um Dinge kümmern. Dann Selber ist das schuld. so, dann warten wir halt. Der versucht, den Bitch-Fight zu lösen zwischen der Chinesin und Xena. Genau der Richtige dafür. Oh. Jetzt pass mal auf, Ladies, ich hab 5 Mädchen, ich weiß, wie das geht. Super. Der wird dann auch irgendwann erst Jahr später wieder kommen und am nächsten Tag muss ja ein bisschen was vorbereitet werden, weil da einfach 74 Bazillion Ghetto-Kinder kommen. Das heißt, es wird quasi der Grill angehen. Machen wir das bei der Versammlung, ist ja egal. So, Versammlung, Kapelle, ich sag mal, Stühle gibt es halt nicht, weil kein Platz. Die Leute sitzen hier völlig auf dem Boden. Außer der Troll, der steht. Tisch wurde rausgeräumt dafür. Zum Glück kann man den auseinanderklappen. Die Leute werden alle reingehen, bisschen labern. Kaban wird rausgeschubbt. Yay. Tür wird zugemacht. Ich bestimmt, ich bin der Einzige noch, ne? Ja, du bist, nee, es gibt noch 2 weitere aus Stoffgenau. Super, wir wurden alle 3 ausgeschossen, ne? Na klar. Super. Wir bereiten quasi, es wurde ja, wird ja viel geredet, also musste auch sehr viel Bier und Essen angekarrt werden, deswegen bereiten wir Essen und Bier vor. Die anderen beiden fragen dich, was du da machst. Was? Ja, was machst denn du jetzt? Wir haben gleich hungrige Mäuler zu stopfen. Was ist das? Kann Das ist. man das essen? Ja, das ist sogar richtig gut. Glaub Ja, schon mir. Rot dran. Ja, das riecht halt nach gebratenem Fleisch, also beziehungsweise nach rohem Fleisch, weil momentan ist es noch roh. Bah. Ja, das ist noch roh. Das heißt, du gehst jetzt gerade mal bitte nach draußen in Ja, den. ich mach das mit dem Essen. Er geht zum Kühlschrank, holt 75.000 Burger und packt die in die Mikrowelle. Nee, 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 ich halte ihn auf. Du gehst jetzt nach draußen. Da draußen Hey ist Junge, ein. fass mich nicht an, Junge, was wird denn das? Also, da draußen ist ein Grill. Ein großer Grill. Ein Grill. Jo. Da packst du Holzkohle drauf. Hey, das macht man auf der Motorhaube und dann halt nur im Sommer. Ja, aber mal gemacht hat, wenn es richtig geil sein soll, wie es jetzt nun mal so wird, Daddy, dann. ist es übrigens Oktober, ne? Und? Okay. Das ist scheißegal, es wird gegrillt. Wir werden Was ist das wahrscheinlich für nicht mit Holzkohle grillen, sondern mit Gas oder so ein Scheiß, aber Whatever, ist ja egal. das ist ja erstmal egal, das passt schon. Selbstentzündende Holzkohle. Ja. Ja, ich weiß die beiden an, halt dieses Feuer zu entzünden, damit wir grillen können. Das werden die nicht tun. Der eine wird, wenn du den anderen weggezogen hast, würde der andere jetzt auf Anmachen drücken von der Mikrowelle. Also jetzt, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich los mit dir? Was ist das für ein Schickimicki-Scheißfraß? Wir können doch einfach ein paar Eier braten jetzt. Ja. Oder aber wir braten das, was vorbereitet ist und darauf wartet, dass es fertig ist. Und sonst geht es nämlich kaputt. Ach, geh mich weg mit dem Zeug, Alter. Das ist doch hier eh der Das Hälfte nicht. Zeug essen alle, mit Sicherheit. Ist nämlich richtig geil. Alter, Alex würde das nicht mal angucken. Auf der letzten Party hat er sogar gut gegessen. Echt? Mhm. Na, dann macht er ein Ding, wir machen unser Ding. Ja, mach mal. Die Ghetto Kids. So, drinnen. Wenn alle sich irgendwo hinbedingt haben. Vlad, erster Tagesordnungspunkt: Aufnahme von Frischling.
Ich sag mal, ich mach's jetzt nicht zu lange. Abstimmung kommt gleich. Ich sag folgendes. Meiner Ansicht nach muss er auf jeden Fall jetzt rein. Wir holen die Feier aber nach. Und ich beauftrage sowohl Paulina als auch Jojo, dass er dem mal ein bisschen Respekt beibringt, immer noch, wenn es nötig ist. Nur halt nicht mehr vor den Leuten. Vor allen Dingen vor den Weibern. Denn der hat keinen Respekt vor den Weibern. Also, wenn es drauf ankommt, ihr wisst, was ich meine. Des Weiteren, dann ist es ja nicht mit der Frischling, ihr haltet euch gefälligst dran, dann ist das Burstel. So, Stimmen dafür. Würden Jo sich eigentlich entscheiden? Ob es auch rein soll. Also, okay. Stimmen dagegen. Na gut. Einstimmig. Das weißt du nicht, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich wollte nicht, dass du weißt, wer gegen dich stimmt. Oh. Hä, es muss doch eh einstimmig aufgenommen werden. Nicht in Krisenzeiten. Okay. Beziehungsweise die Joffrionianer zählen halt, wenn sich da ein paar melden, zählen die halt nicht ganz so dolle. Wenn die einstimmig sagen, nee, oder die Hälfte von denen, dann muss man schon mal gucken, aber die kennen den nicht. Okay. So, Jojo, dann hol ihn mal rein. Wie immer. Jojo geht vor die Tür. Frischling! Von draußen kommt ein was denn? Ja, ich bin Antonsen, nur da. Jetzt! Jawohl! Du kümmer dich bitte um die Grillkohle. Zu wem sagst du das? Zu den zwei von den die Leute, die mit der Mikrowelle arbeiten. Freundchen, Maul halten, herkommen jetzt! Das Essen wird nicht benötigt. Ja, ich bin da. Du siehst noch, wie sie das Feuer, weil das ist ja gefährlich, mit Bier auskippen. Oh. Sie stößt ihn in den Raum. Jupp. Geht's wegen der... 10 Sekunden, um dich zu erklären. Vier. Das war so. Worum geht's? Paulina kommt von hinten und mit ihren Cyberarm drückt sie dein Gesicht auf den Tisch. Aber nicht so, dass es dir die Nase bricht. Es gibt keinen Tisch. Das habe ich nicht bedacht. Gegen die Wand. Nein, gegen den Kopf vom Troll. Super. Hey, der steht doch, das geht nicht. Gegen die Wand. White Russians, dicht und deep. Total. Diese Wand, die ja auch als Trollarm bezeichnet wird. Ja, ja. Dann rupft sie also, die Kleidung vom Leib. Also den Oberkörperbekleidungssatz. Wollen wir das nicht zu privat machen? Also, Also dann kriegst du erstmal ihn aufs Maul. Flat sieht aus, als hätte er Entscheidungen bereut. Er überdenkt einfach sein Leben nochmal, an welcher Stelle er irgendwo Fehler gemacht hat. Waren anscheinend einige. Mindestens 5 Stellen. 6, wenn er seine Schwester mitrechnet. Ja, für die konnte er ja nicht, aber hätte er sich. Eigentlich waren es ja nur 2 Stellen, aber dann war es jetzt eindeutiger. Also, ne, du weißt, was ich meine. Dann wirst irgendwas. Also, du fühlst irgendwie einen leichten Schmerz. Am Oberarm. Ich würde da hingucken wollen. Jo, sie hatte gerade mit einer Tätowiernadel, die nicht an ist und wo auch nichts drin ist, erstmal über den Arm geschlatzt. Das ist ein Platzhalter. Kaban? Oder besser Burstel? Oha. Es ist Zeit. Dass er endlich mal, dass man ein Mann aus dir wird. Im letzten halben Dreiviertel. Oh nee, scheiße, ist viel länger, ne? Das kommt eben so kurz vor. Also seit du ja gesagt hast, du willst Prozzy sein, hast du einfach gezeigt, wie es ist, in einem Memme zu sein. Aber ab heute,
Ab heute wirst du zeigen, wie es ist, ein Mann zu sein. Und zwar einer, der sich die dicken Klöten leisten kann, der immer zur Schau stellt. Jo. Tattoo kriegst du später. Feier wird verschoben. Auf den Zeitpunkt, wo du dir auch noch richtig Zeit hast, dir zu überlegen, was du mit Jojo machst für den nächsten Abend und mit Paulina. Fürs Erste hast du noch kein direktes Feld, wo ich dich reinschicke. Aber wenn sich die Situation ein bisschen geklärt hast, finde ich was für dich. Und es soll was anderes sein, als ein Troll-Dixie auszuschaufeln. Dann grinse ich einmal rüber. Runde Schnaps ein. Dann grinse ich kurz. Puh, das wäre nämlich Dienstag wieder dran gewesen. Hast du ein Glück. Jetzt haben wir leider keine anderen Prosis, also werden wir es auswürfeln. Runde Schnaps, irgendjemand, der rankommt. Irgendjemand, der rankommt, würde erstmal für jeden so ein schönes Saftglas mit Schnaps füllen. Lübt. Dann wird kurz auf Burstel angestoßen. Dann wird die Scheiße hinter ihr kippt. Ich möchte anmerken, Jojo findet irgendeine Möglichkeit, sich kein ganzes Saftglas Schnaps hinterkippen zu müssen. Danach ist sie nämlich nicht mehr zurechnungsfähig. Ich sag mal so, dort ist es so enge, das merkt keine Sau. Gut. Aber vielleicht würde neben dir Nora nach 3 Minuten danach greifen. Das ist gut. Das kriegt er. Nice. So. Weiterhin. Was machen wir in Zukunft mit dem Magier von Orvorion? Wie werden wir uns da irgendwie dingsen? Ich habe mit meinem Vater schon über Folgendes gesprochen. Wenn der ankommt, werden wir verhandeln, aber wir werden irgendwas abtreten. Wir sind jetzt aber sonst hier für so eine Art Gehirnsturm, wie das in Zukunft allgemein weitergeht. Jojo? Das ist gut, wir haben da nämlich noch was anzumerken bezüglich des Treffens, das wir gestern hatten. Also, die beiden hatten gestern ein Treffen. Beschreibt mal den Typen da, vielleicht kennt bestimmt nicht jeder. Demian, das ist ein Typ, der ein ziemlich großes Gebiet in Donskoy hat und das auch schon ziemlich lange. Steh mal auf, es sind dich Kinder und wir verstehen dich schlechter. Jojo steht auf. Das hat nicht geholfen. Lass dich mal vom Troll auf die Schulter setzen. Ja, machst du das. Besser, danke. Also, Demian ist ein Typ, die ruft kurz eine Karte auf und zeigt ungefähr das Gebiet. Einen recht großen Teil von Donskoy hat schon ziemlich lange. Und wir hatten ein paar Mal mit ihm zu tun. Und der hat für gestern um ein Treffen gebeten. Dem sind wir auch nachgekommen. Und er hat darum gebeten, dass Teile des Treffens aufgezeichnet werden, weil er einen Vorschlag hat, den wir uns auf jeden Fall anhören sollten. Wieso und nur Teile? Weil es das die wichtigen Teile sind, wenn ich die mal so in Wort fallen darf. Und weil er sich damit uns ein Messer liefert und das ein Vertrauensvorschuss sein soll. Das klingt ja einem Vollidioten. Das sind jetzt immer übrigens Stimmen nicht benannter Natur aus dem Hintergrund. Ja. Weil der andere Kram das übliche Blabla war, das nicht irgendwie wirklich notwendig und auch nicht zur Sache gehörig und nicht relevant ist. Achso, okay. Gut. Jojo schmeißt den ganzen Kram jetzt einfach mal an. Nach den 75 Minuten, die das dauert, nochmal langsam, halbe Geschwindigkeit. Jojo spielt die relevanten Teile nochmal ab. Ich habe gesagt, halbe Geschwindigkeit. Der verarscht uns, oder? Na, soweit ich mich entsinne, habe ich übel schnell geredet. Achso, gut, dann ging. Eigentlich fand ich jetzt nicht. Ja, aber die sind nicht gewohnt. Und da sind Worte dabei, die sie nicht unbedingt alle kennen. Jojo spielt das nochmal ab und setzt die Geschwindigkeit etwas runter. Danke.
Wenn das dann fertig ist? Bisschen murmeln, bisschen rauen. An mancher Stelle ein bisschen Kopfschütteln, vor allen Dingen aus eurem, Chapter. Dann Vlad. Okay, jeder, der was sagen will, gibt seinen scheiß Senf dazu. Ich halte das übrigens für kompletten Wahnsinn und den Typen für nicht nur größenwahnsinnig, sondern für komplett bekloppt. Danke. War das jetzt die Aufforderung, dass wir reden dürfen? Na, das wird dann, also eine gewisse Ordnung, die dadurch durchgesetzt wird, wenn er anfängt zu reden, der zweite, der ihm ins Wort fällt, kriegt eine Schelle von irgendwoher. Denn okay. Alex ist überall. Das ist gut, ich sitze ziemlich weit oben. Das ist auch groß, ne? Ich sag mal, du kennst ja eine Gesprächskultur, wo man dem anderen nicht ins Wort fällt. Das stimmt. Ja, Jojo wird erstmal warten, wird dann aber meinen. Ich finde, wir sollten uns den Vorschlag zumindest durch den Kopf gehen lassen. Und ich denke auch, dass die Chance, jetzt was zu unternehmen und nicht zu warten, bis sich alles wieder stabilisiert hat und wir irgendwann der Spielball für die letzten auszufechtenden Worry-Kriege sind, die sich zweifellos noch eine ganze Weile hinziehen werden, die Chance ist jetzt so gut wie nie. Danach wird es nicht mehr gehen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Pauline. Was sie sagt. Mann, Alter, du bringst richtig viel ein, seitdem der Richter dabei ist. Das war eine gute Idee, mein Junge. aber der hat jetzt schon, ja, IC-Brecher, richtig in den Arsch gefickt. Wer sagt denn uns, dass er nicht auch ein Dildo für uns hat? Das ist ein Punkt. 100% sagen kann man das nie. 100% sagen können wir das auch bei der Worry nicht. Aber wenn wir jetzt anfangen, den Plan nicht durchzuboxen, dann sind wir auf jeden Fall komplett am Arsch. Plus wir haben jetzt genug Möglichkeiten, ihn problemlos ans Messer liefern zu können mit dem, was wir jetzt haben. Deswegen haben wir unter anderem die Aufnahme. Aber ich meine, Nietzsche ist schon ein paar Wochen tot und der rückt jetzt mit der Sprache raus, oder was? Ja. Und hat zugesehen, dass wir mit den IC-Brechern so mehr oder weniger viel zusammen gemacht haben und hat dann sich Rosinen. Was wir noch in Erfahrung gebracht haben, beziehungsweise uns zugespielt wurden, ist ein. Ich gucke einmal Fragen zu Blatt und Jojo, weil ich bin nur noch, der ist sich noch ein bisschen unsicher, ist ein Pamphlet über die finanziellen Möglichkeiten der jetzigen Worry. Das wurde uns aber von einer anderen Quelle, wahrscheinlich den IC-Brechern, zugespielt. Irgend so ein Dude aus Trofino? Euch wurden Daten auf einer Pommes frites zugespielt? Nein, uns wurden Daten auf einem Chip zugespielt und das ist quasi eine Zusammenfassung der Verlustgeschäfte, oder der Verluste, die die Worry in den letzten Monaten gemacht hat, und das ist viel. Oh, die sind am Arsch. Oh, von dem oder was? Nein, nicht von dem. Von den IC-Brechern wahrscheinlich. Weil die das dann noch nicht wussten, dass er das gemacht hat. Richtig. Ich weiß ja nicht. Es werden noch ein paar andere ein bisschen was sagen. Ein paar halten das auch für eine gute Idee. Hauptsächlich bringen sie als Argumentation, dass sie mal schlechte Erfahrungen mit irgend so einem Wort hatten und so. Also, es ist nicht immer hochqualitativ. Ab und zu, ihr redet auch mal die Gesprächskultur ins Stocken, bis irgendwoher ein Arm kommt und den Typen volle Bude in runterhaut, der da, ne? Jojo. Jojo meint auch irgendwann, darüber hinaus kann sich Demian es nicht leisten, uns zu ficken. Weil er in Donskoy zwar im Moment relativ alleine dasteht und er hat zwar Kontakte, aber er verfügt über weniger Möglichkeiten als wir aktuell. Das heißt, der braucht uns. Sonst hätte er uns dieses Angebot nicht gemacht. Der schafft es nicht komplett alleine, den ganzen Kram da zu halten in der jetzigen Situation und auch später sind wir ihm in keinster Weise so im Weg, dass er irgendeinen Grund hätte, uns
zu ficken. Alex. Also in den letzten 5 Jahren haben wir super großer Anteil unserer Geschäfte waren nur die Bori von Igor. Wir haben von ihnen gelebt. Wir haben ihr alle hier in fucking Yoshino gehabt, die Sins von Igor. Wir haben nur durch ihn überhaupt irgendwas gemacht. Jojo, du zeigst es nochmal uns, den Anfang des Videos, wo über seine scheiß Face labert, den Teil. Dass er sich dreht, mach das mal. Macht sie. Normale Geschwindigkeit. Macht sie. Guckt euch den mal an. Sag mal, hat hier irgend so ein Seidenschlüpperträcher mehr Eier als wir, oder was? Seht ihr euch eigentlich noch? Ich weiß, dass hier fast keine Gründungsmitglieder dabei sind. Also nee, hier sind keine Gründungsmitglieder dabei, ich bin auch keins. Aber wir haben, Leute, für eine Gang haben wir einfach so einen richtig beschissenen Kacknamen. Ich meine, jeder hat eigentlich Grund dazu, sich drüber lustig zu machen, Alter, Falcons. Irgend so ein paar Lappen, die in einem scheiß Combat-Bike-Dings waren, haben gesagt, wir wollen uns nicht mehr bieten lassen von Managern und von irgendwelchen anderen Fickern und wir gehen wieder zurück ins Ghetto, weil wir einfach unsere eigenen Herren sein wollen. Und die haben gesagt, trotz dieses Kacknamens, den nehmen wir. Und wir werden die Leute lehren, dass sie davor Schiss haben und dass sie davor Respekt haben. Und ich schätze es sehr, dass mein Sohn in den letzten Jahren einfach uns allen ordentlich Monetos gegeben hat, ordentlich Respekt. Aber jetzt, wo die Zeiten sich geändert haben, Freunde, wird es Zeit, dass wir wieder den Leuten zeigen, dass wir alleine auch was reißen und dass wir wieder unser scheiß Leben in der Hand nehmen. Wir, und damit meine ich jetzt vor allem den scheiß Trophy-Urteil, wir leben nicht im Ghetto, weil wir es müssen, sondern weil wir das wollen. Das ist eine Entscheidung, weil wir dort einfach mal die Psyche in der Hand haben, versteht ihr? Weil wir dort sagen, dass uns, das nimmt uns genau weg, da kommt keiner an und macht mich blöd an, weil er weiß, der stirbt. Und hier ist es immer noch ähnlich, wenn auch nicht genauso. Ich finde einfach, wir sollten nicht den Blick dafür verlieren, was wir sind. Wir sind eine Gang, die sich nimmt, was ihr hört, was ihr zusteht. Wir sind eine Gang, die sagt, wir scheißen auf diese ganzen Lohnsklaven und auf diese ganzen anderen Ficker, die auf irgendjemanden hören. Wir hören nur auf uns. Und wenn der Typ, der drüber labert, dass er sich nicht von vorne filmen lassen will, mehr die Psyche in der Hand nimmt und mehr Eier hat als wir, Alter, dann können wir uns direkt auflösen. Ich will übrigens nicht, dass wir uns auflösen. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, mir meine Position zu erarbeiten, ihr kleinen Ficker? Wisst ihr, wie viele Leute ich auf die Fresse hauen musste? Wisst ihr, wie viel Schwelen ich an der Hand habe wegen der Scheiße, Alter? Da hören wir jetzt nicht auf. Ich sag, wir machen das. Jojo nickt. Jo. So, wir essen jetzt was, danach gibt's eine Abstimmung. Meint Vlad. Burstel, wie sieht denn das aus mit dem Essen? Hast du da irgendwas gemacht? War's richtig fett? Ich hab das. Der Grill ist vorbereitet gewesen und die Critters. Nichts gegen die Prospects. Haben Burger gemacht. Sonst hätten wir jetzt Grillfleisch. Geiler Laubburger. Ich kann auch den Grill durchaus anmachen, wenn sie den nicht vollkommen abgebaut haben. Dann gibt's vernünftig. Gegrilltes. Nee, das dauert jetzt alles zu lange. Die werden dann rausgehen, Vlad geht an dir vorbei. Alter, mehr Grillfleisch für uns. Jetzt der schöne Börcher und am nächsten Tag ein schönes Grillfleisch. Ja, aber. Ja. Nee, mehr. Hast du das nicht begriffen? Mehr ist besser, ich weiß. Dann wird es besser auf dich zugehen. Ich weiß, wie das hier läuft. Ihr hebt dann immer das Grillfleisch für euch auf, weil meine Jungs das nicht wollen. Aber du kannst davon ausgehen, dass ich hier am nächsten Tag nochmal erscheine, wenn hier gegrillt wird. Ist kein Problem. Wär's mit Donnerstag? Ja, kriegen wir alles hin. Sehr gut. Dann werden erstmal draußen die Prosis zusammengeschissen, weil sie nicht auf ein Gangmitglied gehört haben. Oh,
Ausgezeichnet. Dann werden sie mit Motorradketten, gibt's das noch? Bestimmt. Werden sie erstmal schön die Füße aneinander gebunden. Müssen den Rest des Tages so rumlaufen. Also einer, versteht sich, ne? Hm. Okay. Ha, sehr schön. Genugtuung für alte Zeit der Slides. Meinst du, Carver wird daneben stehen, erstmal ein Stück Bier nehmen? Ausgezeichnet. Nee, er wird auch mit den Prossis mit, leiden, quasi, gefühlt. Er weiß ja, wie es ist. Noch. Nee, Alex wird sich auch noch mal neben dich stellen. Du, von dem, was ich mitbekommen habe, bist ja ein bisschen wie mein Söhnchen. Ich meine, der hat es nicht leicht als Sohn vom Chef. Aber ich kann ja schon mal eins versprechen. Nur, also, lebenslanges Lernen ist so eine Sache, die hier an der Yang auch noch vorkommt. Also, es ist nie vorbei. Im Herzen, diese Prosi-Zeit, die würde ich nicht nur begleiten, die wird auch noch immer ein Stück weit ausgebaut werden. Frag mal Jojo, wenn ich meine Hand hebe, um ein Glas zu greifen, dann zuckt die, auch wenn die ja nicht hinguckt. Die spürt das. Jetzt kommt die Anmerkung von Carban zurecht, die war doch nie Prossi. Das wird er schön lassen. Aber Glückwunsch. Danke, danke. Jojo ist ein bisschen grüblich. Deinem Bruder auch. Also eure Gang, also euer Gangteil ist davon natürlich nicht ganz so hart überzeugt wie die Dudes aus Mieto. Jojo ist schon davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist dafür. Daran liegt's nicht. Ich weiß das schon, aber du bist ja nicht die gesamte Gang dort. Mhm. Stimmt. Man geht einfach weniger viele Risiken ein, wenn man nicht im Schmutz wohnt. Aber nach dem Essen wird man sich wieder einfinden. Während die Prossis abräumen dürfen, spülen dürfen von Hand. Und dann wird abgestimmt. Was sind eure Entscheidungen? Ich bin ganz... Also, ich bin da ganz klar für, dass wir die jetzt auseinandernehmen. Jojo auch. Ich sag mal, der Pfad führt zur Vernichtung. Vlad wird eurer Einschätzung nach nur deswegen dafür stimmen, weil er weiß, dass die Abstimmung in die Richtung gehen wird und dass er, weil er deswegen weiß, er muss seine Leute jetzt führen, weil die nicht so überzeugt sind. Ne? Vorbildfunktion. Wenn du weißt, dass du verloren hast, stellst du dich auf die Gewinnerseite. Das ist wichtig. Danke, Frau Merkel. Hey, der Vergleich war aber jetzt nicht angemessen. Der hat viel schönere Brüste. Dann wird das beschlossen. Dann geht's trotzdem darum, was passiert, wenn die jetzt initial kommen. Und da wird er trotzdem erstmal mitspielen und verhandeln, weil... Solange man keinen Plan hat, wird man nicht sagen, verpisst euch. Und dann freuen sich alle. Die werden auch danach ein paar Stunden zurückfahren müssen, weil da drüben jetzt immer noch was zu tun. Jojo wird aber auch anmerken noch, dass sie sich dann, also es wird sie auch noch währenddessen, wenn man sich dafür entschieden hat, sagen, dass sie Demian dann Bescheid sagen muss jetzt, weil der innerhalb von 2 Tagen eine Antwort. Ah nee, das war ja mit auf dem Video. Jo, irgendeine Möglichkeit werden wir halt finden, das irgendwie an ihn ranzutragen, das passt schon. Okay. Die wesentlichen Dinge, die er identifiziert, die nötig sind, gleich zur Vernichtung der Wori. Straßenwor sind einfach immer noch echt viele. So, die sind aber nicht so super heftig organisiert. Die sind schon ziemlich dezimiert und aufgeteilt in Florina und Jegoa. So, und da gab es viel Verrat untereinander. Die sind viel auch gegeneinander und ein bisschen zerstreut. Gefängnisse sind ein massives Ding. Vor allem das eine Riesengefängnis. Es gibt ein paar Politiker, es gibt immer noch ein paar Konzerndudes, wo man da ja nicht genau weiß, wie viele da jetzt rausgeekelt wurden oder wegvernichtet. Oder bekehrt. Und das Problem, wenn...
das ausgelöscht wird, das System, was dann mit den Sins passiert. Nur schon mal so. Jetzt. Ja, das ist nämlich das große Problem. Das wird man dann sehen. Aber irgendwen gibt's immer, der Sins machen kann. Hm? Ach so, Jojo wird auch, wird bei irgendwie irgendeinem Blumenladen quasi, oder Blumen in Anführungsstrichen, ne? Das muss ja nichts Echtes sein, aber das wird so ein Hochzeitsding sein. So ein Hochzeitskranz oder Strauß oder sowas, und da wird so eine Schärpe drum gebunden sein. Ist das Schärpe, heißt das so? So ein Band, darauf steht, ja, ich will. Oh, und alle herzlichen Glückwünsche zur Hochzeit. Das ist so romantisch. Das easy. Ich find's witzig. Ja, ich habe ja auch gerade meine Wertschätzung durch Acetoni zum Ausdruck gebracht. Wie viel soll ich denn noch geben? Alles. Noch mehr als Acetoni? Wie soll denn das gehen? Willst du 300% oder was? Wix mir ins Glas. Okay. Lass mir das so einfach mal so stehen. Dann riecht's auch besser. Das schmeckt so schön würzig. Nachdem mir dann also das klar ist und man sich trotzdem erst einmal bedeckt hält, verstreicht erstmal kurz die Frist, ne? Und dann am 7. Tage, ist tatsächlich ein Sonntag, gell, sollst du nicht ruhen, denn es wird Folgendes passieren. Horizon und Evo machen Infos richtig dick, die sowieso schon gut eingeschleust wurden. Vielleicht auch deswegen, weil sie Rabunigen nicht unerheblichem Maße schaden. Es geht halt nicht nur um irgendwelche... Es ist nicht nur das, was ihr hattet. Es ist weitaus mehr. Es ist sehr viel. Unendlich auch viele Kleingeschäfte oder Franchises, beziehungsweise spezifische... Also der spezifische Stuffer und so ein Shit. Der spezifische Politiker oder dessen Sekretär. Und ich sag mal so, es gibt einen gewissen Druck, vor allen Dingen eben von Horizon und Evo, dass da auch diese Politiker aussortiert werden. Dass man da nicht sagt, aber der wird jetzt bestraft, dass seine Diäten werden um 5% gekürzt. Nee. Die machen die Nürnberger Prozesse draus. Bloß halt mit weniger Toten. Aztec hält sich zwar ein bisschen zurück, verspricht aber gegen Korruption und Verwicklung bei ihnen vorzugehen. Und noch viel wichtiger, sie hat ja gesehen, wie in den vergangenen Monaten einfach diese Kriege auf den Straßen so viel Menschenleben gefordert haben. Und Aztec ist ein Konzern, der sich kümmert. Aztec ist ein Konzern, dem die Welt nicht egal ist. Aztec ist ein Konzern, der helfen will. Der helfen will, Stabilität und Sicherheit für die Welt zu bringen. Deswegen liefern die, ich nenne sie jetzt mal Todestrupps. Also quasi... Yay. Quasi, ihr wollt uns nicht bei der Polizei haben, das ist überhaupt kein Problem, aber ihr könnt uns bezahlen, wir machen das super günstig, zum Aufspüren und Vernichten einzelner Worry-Kleingruppen, die halt, die besonders viel Stress gemacht haben, Florian oder von Jego, ist denen ja egal. Und die lassen sich das dann insgesamt ganz gut entlohnen und haben da ein bisschen Einfluss auf die Bereiche, die sie schon seit Jahren wollen. Und ich sag mal, also die sind einigermaßen effektiv und es schlitzt auch ganz gut. Ah ja, und Rabotnik wird dadurch ein bisschen gefickt in der rechtssensiblen Phase, aber naja, gut. Die schaffen das schon. Leider. Unkraut vergeht nicht. Mhm. Sieht man ja an Jojo. Sie haben halt einfach nur einen schlechteren Start als Doppel-A-Konzern. Sie sind immer noch ein fucking Doppel-A-Konzern. Das stimmt. Und es ist ja nur Moskau. In der Tat, ey, warte mal, die sind doch so gut dabei. Eigentlich, was die machen können, ist sagen, ja, das ist schlimm, aber es ist ja überall, in nicht nur in Moskau, sondern ganz Russland, ist es ja tief verwurzelt, dieses Ding, wir wollen was dagegen tun. Wir bräuchten Subventionen vom Staat, damit wir effektiv das für uns vernichten können. Und wir sind doch der größte rein russische Arbeitgeber. Wollt ihr uns nicht was geben? Ja, hier habt ihr. Guck mal, vor meinem Haus steht schon wieder ein neues Auto. Ich hab doch schon so viele. Geil. Also vielleicht können die doch noch einigermaßen gut rauskommen, wo es ein bisschen problematisch ist, weil die Lohnsklaven im Konzern ein bisschen erschüttert sind, weil die dachten, die sind eine Familie und jetzt haben sie festgestellt, das stimmt ja auch nicht.
Das stimmt, aber das können die jetzt auch wieder für sich nutzen, denn jetzt muss die Familie zusammenhalten, um diese schwarzen Schafe, diese Elemente, die sich da reingeschlichen, schade. Wir müssen zusammenhalten, außer der da. Das ist viel Misstrauen. Aber du kannst nicht mit einer Sache jahrelange Indoktrination wegmachen. Also gerade was so in den letzten 15 Jahren da aufgewachsen ist, so ein Jugendlicher, der stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob Rabotnik das Größte auf der Welt ist. Du, der stellt sich die Frage auch nicht. Warum sollte sie das auch tun? Sie weiß ja die Antwort, dass es so ist. Ja. Stimmt. Vor keinem anderen Konzern hat sie so viel Angst wie vor Rabotnik. Das stimmt allerdings. Nicht mal vor Horizon. Und das ist ja schon... Tatsächlich nicht, weil mit Horizon ist sie bis jetzt immer ganz gut ausgekommen. Es herrscht ein gesundes Misstrauen, aber mehr auch nicht. Ah ja, Horizon. Des Weiteren, da können ja nicht nur Leute erschossen werden. Wie gesagt, diese Politiker, entweder, also manche kriegen die Todesstrafe, aber viele müssen irgendwo hin. Die Gefängnisse sind jetzt schon immer übervoll und es sieht nicht besser aus. Das heißt, Horizon bietet an, die in, wie heißt denn das, Resozialisierungsinstitute zu überstellen und nach einer angemessenen Zeit von ganz basaler Arbeit wieder der Gesellschaft als nützliche Elemente zuzuführen. Und weil sie so geile Boys sind, bieten sie denen danach auch an. Sie garantieren das quasi, dass sie Anstellung bei ihnen finden. Das ist aber nett von Horizon. Und die haben so viel Erfolg mit den Resozialisierungsarbeiten. Eben. Wer hätte das gedacht? Es ist einfach die gute Teamatmosphäre. Bestimmt. Und positives Denken, es hat noch jedem geholfen. Ah ja, und Assist, das hat auch noch jedem geholfen. Naja. Es wäre gnädiger, sie alle zu erschießen. Wieso denn? Die sind doch dann auch sogar zufrieden mit dem Leben, was sie haben. Frag Jojo das nicht mich, ich finde das völlig in Ordnung. Nee, meine ich. Gut. Okay. Ja. Man recherchiert. Pass auf, es ist ja so. Ach so. Das. Ja. Ich überlege gerade, also um die Straßenwurf wird sich ja viel gekümmert und ihr werdet nochmal eine Unterredung mit Damian haben, ne? So, der wird vermutlich nochmal hochkommen und dann auch mit den beiden Chefs und vermutlich allen, die da sind, nicht alle ausstopfen und werden diesmal kommen, labern. Er wird sich sehr zurückhalten mit Geschichten und Geschwafel, aber es wird ihm nicht vollständig gelingen. Sollte ihm zum Beispiel eine Dose Bier hingeworfen werden, wird er die gerne trinken, aber er wird dazu ein Taschenmesser nehmen, oben den Deckel abschrauben, dann Kerben reinmachen und das umklappen, sodass er quasi ein Trinkgefäß hat. Während er redet. Was er vorschlägt, ist quasi, dass man den Anfang macht und dann wartet, bis die anderen Gangs und so mit aufspringen mit der Vernichtung, dass sich keiner mehr von denen blicken lassen. Das ist aber das Erste, was man machen muss, die Gefängnisse anzugreifen, was ja im Wesentlichen auch das, was auch schon irgendwie gerade, wie heißt dann gleich, Mischa meinte, weil das mit den Sins, das werden eh internationale Hacker machen und nicht die Wori selber, weil muss einfach ein übelstes Monster für sein. Und dass man da irgendwie, also man einigt sich darauf, dass man irgendwie einen Aufstand in mehreren Gefängnissen einleiten muss, auf den die Wachen anders reagieren müssen als sonst, nämlich tatsächlich mit brutalster, effizientester und niederschmetterndster Gewalt. Und die Wori kontrolliert ja die Gefängnisse vor allen Dingen dadurch, dass sie das Essen zum Beispiel liefert und bezahlt, was die Gefängnisse sich gar nicht leisten können. Das ist immer noch so. Oder auch zum Teil sowas wie hier um Strom und Gas und so ein Kack liefert, weil das Gefängnis nicht bezahlen kann von dem, was es kriegt. Und wenn man da jetzt diese Zulieferer zum Beispiel attackieren würde, dann hätten die echt Hunger da drin. Kein Schnaps, keine Drogen, kein Schnaps, keine Pornoheftchen. Ah ja, und halt wie gesagt, auch einfach nichts zu essen und es wäre verdammt kalt im Oktober in so einem Gefängnis. Das wäre ausgesprochen schade.
Das, ja. Und ich meine, normalerweise so ein Gefängnis holt dann ihr eigenes SWAT-Team, das mittelmäßig ausgebildet ist, aber diesmal sagt es vielleicht Aztec. Wo kommen schon vernichten das? Na, dann wird man sich mal daran machen, herauszufinden, welche Zulieferer da wofür zuständig sind, würde ich sagen. Wenn, muss man natürlich alle wichtigen Gefängnisse auf einmal attackieren. Vermutlich wird... Die werden aber ja vermutlich alle auch höchstens einen oder höchstens zwei Zulieferer haben. Zwei, ja. Zwei sind insgesamt auf drei Gefängnisse. Das eine kann man ignorieren, weil das zu Florina gehört und bei der gibt's einfach keinen Kopf mehr, der noch irgendwas organisieren kann. Die sind eh gefickt. Eins wird vermutlich er übernehmen und der Zulieferer wird sein. Castolia. Gas, Wärme, Strom wird Rabotik machen. Ich glaube, die sind ziemlich unangreifbar an der Stelle. Das muss man vermutlich dann irgendwo nicht direkt vor Ort, aber in der Nähe des Gefängnisses dort irgendwo die Leitung sabotieren, damit das gut funktioniert. Und es wäre dann nur einige Tage aufrechtzuerhalten, aber meine Fresse. Fingerübung. Das wäre das Zünglein an der Waage, was man dann macht, damit die dann in dem Moment ausrasten. Weil genau, wenn alle schon ordentlich Hunger haben. Genau. Das war immerhin das Einzige, was bei dem Run, bei dem wir zu doof waren, irgendwas hinzukriegen, geklappt hat. Ich sag mal so, ihr wart doch gar nicht so doof. Ihr seid doch weggekommen. Ja. Ihr habt Demian ganz hervorragend zugearbeitet. Wie schwierig wäre es gewesen, wenn ihr das geschafft hättet? Siehst du, das war alles geplant. Also ehrlich gesagt nicht, aber... Es war alles von uns geplant. Wir wussten das. Wir haben das schon gedacht. Wir haben uns das gedacht. Fortuna genau. Hat für ihn einfach die Beine breit gemacht in der Maß. Du machst da keine Vorstellung. Der braucht nie wieder Sex in seinem Leben. Das stimmt nämlich. Ist eh viel zu alt dafür. Vermutlich. Alles klar. Castolia. Was finden wir denn über den tollen Konzern raus, wenn wir uns da schlau machen? Mit vereinten Kräften. Nicht gelistet, also kein A-Konzern. Machen hauptsächlich staatliche Anlagen, also sowas halt wie Gefängnisse. Und sind höchstwahrscheinlich ganz gut unterwandert, aber nicht vollständig vereinnahmt. Das ist kein Konzern, der sich erst vor kurzem oder in den letzten, ich sag mal, in Jegors Herrschaft gegründet hat, was ja immer eigentlich ganz gutes Indiz ist, überall der echt viel gemacht hat mit, weil die Konzernwelt ändert sich ja auch relativ rapide und der hat immer relativ stabile Sachen etabliert, sind vermutlich trotzdem noch ganz gut unterwandert, haben auch tatsächlich ein paar führende Mitarbeiter, jetzt nicht wie ist denn das jetzt gleich? Stadtrat, Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat? Danke. Haben sie zwei Leute verloren, die ganz plötzlich abgehauen sind, nachdem in anderen Konzernen aussortiert wurde. Die mussten dringend weg und ihr Leben neu überdenken. Also die sind wirklich auch gegangen, das weiß man. Die werden ja vermutlich so funktionieren, dass die solche Lieferungen, dass sie da irgendwie ihre Lagerhäuser, ja ein, zwei Lagerhäuser haben und von den Lagerhäusern aus dann einfach alles zusammenpacken und in regelmäßigen Abständen quasi dann die Gefängnisse beliefern. Ja. Gut, das heißt, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass diese Lagerhäuser vielleicht mal Probleme haben, damit die möglichst abbrennen. Lieferungen nicht haben und dass dann gegebenenfalls mal vermehrt vielleicht ein, zwei von den Lieferungen, die dann in die Stadt reinkommen oder zu denen kommen, abgefangen werden oder dass die dann eine Weile Lieferschwierigkeiten haben. Das würde ja erstmal reichen. Also ich sag mal, wenn die Gefängnisse ihre eine Wochen, in Anführungsstrichen Wochenration nicht kriegen, ist das ja schon mal eine Menge. Für Drogenabhängige ist so eine Woche ganz schön lang. Für Drogenabhängige ist so eine Woche ganz schön lang. Das heißt, wenn die eine Woche nicht liefern können und wir dann einfach nur dafür sorgen, dass deren Lieferung quasi kurz vor dem Zeitpunkt, wo es aufgeladen und geliefert würde, zerstört wird oder irgendwie nicht lieferbar ist
Und wir dürfen sie auch leider nicht einfach nur schlecht machen, denn dann würden sie es trotzdem ausliefern, weil es sind ja nur Knastis, das ist ja egal. Dann dafür sorgen, dass sie auch in den nächsten ein, zwei Tagen nicht liefern können, vermutlich weil sie auch nicht schnell genug Nachschub bekommen, dann wird das schon, denke ich, ganz gut klappen. Schlechte Drogen wären auch richtig gut, ja. Misha wird sich übrigens parallel drum kümmern, dass oh fuck, ich hatte gerade noch was. Dass die richtigen Leute Bescheid wissen? Na. Also Misha macht auch irgendwas. Irgendwas wollte der mit den Wärtern machen. Ich hab's vergessen. Und die Nähmaschine kümmert sich drum, dass sobald er wird jemanden gut anzahlen von den Wärtern, sobald da es ein bisschen rumort und es vielleicht ein paar mehr Gefängnisstegereien oder Abstechungen gibt, dass da direkt die Medienkanäle offen sind. Hier wird bald vielleicht ordentlicher Aufstand sein, damit, ne? Mhm. Niemand interessiert einen Gefängnisaufstand, aber wenn er jemanden plötzlich interessiert, dann musst du auch Leute hinschicken, die ordentlich aufräumen. Richtig. Gut. Da die Vernichtung einer Lieferung nicht einfach ist und auch nie leise passiert. Ist natürlich klar, dass ihr euch mit Damien absprechen müsst, wann das passiert, denn das wird vermutlich der Auftakt werden dafür, dass sie Vori rallt, dass sie jemand ficken will. Das stimmt. Natürlich müssen wir uns mit Damien absprechen. Ja. Yep. Denn die IC-Brecher-Datenklausache ist nicht im Dunkeln geblieben, aber sie wissen nicht, wer es war. Es könnten also interne Sachen sein. Und ihr wisst auch, dass der Führer von denen ein bisschen sich zu verantworten hat gerade, weil, weißt du, der ist gerade frisch an die Leitung gekommen und plötzlich ist schon wieder alles scheiße. Ja. Ja, es ist die Frage, was jetzt davon irgendwie spielrelevant wird und was nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, du hast bis in letzter Zeit recht unstet gewesen in dem, was du ausspielen willst und was nicht. Deswegen ist jetzt die Frage, was davon ausgespielt wird. Afka. Unstet? Oh. So, jetzt. Ich überlege. Entweder ein Lagerhaus, vermutlich das Lagerhaus echt die bessere Variante, ein Lagerhaus irgendwie zu vernichten, ist, glaube ich, nicht ganz so fürchterlich spannend, oder? Nicht so richtig irgendwie, weil da es ja tatsächlich nicht mal drauf ankommt, leise sein zu müssen. Ja, das können wir einfach in die Luft jagen. Wir müssen uns einfach nur in Flammen aufgehen lassen. Ja. Ja, das ist ja okay. Deswegen habe ich das jetzt mit euch quasi eher besprochen. Aber es sind trotzdem Sachen, die wir einigermaßen durchsprechen müssen. Genau, also nee, das Ziel wäre jetzt erstmal dieses Lagerhaus angehen zu lassen und vielleicht auch noch ein bisschen mit den Chofreno-Jungs quasi dafür zu sorgen, dass da einzelne Lieferungen, die zu dieser Firma gehen, abgefangen werden. Oder mal aus Versehen irgendwie ihr Ziel nicht erreichen, sodass die halt auch wirklich mal ein Weilchen nicht nachliefern können, weißt du? Also nicht am nächsten Tag alles anliefern lassen. Die haben ja immer Notfallpläne. Na gut, wenn das Lagerhaus vernichtest, nicht mehr. Ja, aber, ne? Zur Not müssen die dann irgendwo anders kaufen, um ihre Vertragsstrafen nicht zu kriegen. Das ist es halt. Also es ist eigentlich, die werden im ersten Moment werden die dann sagen, scheiße, unser Lager ist jetzt hoch. Das heißt, die werden erstmal einen Tag nicht liefern können, werden dann aber gucken, dass sie halt von anderen Firmen irgendwie dann, selbst wenn die dann draufzahlen müssen, aber weil sie ihre Kunden nicht verlieren wollen, werden die das dann erstmal in Kauf nehmen, weil es günstiger ist, einmal mehr Geld zu blechen und einmal Verlust zu machen, als halt die Kunden auf Dauer zu verlieren. Aber da müssen wir dann halt verhindern, dass das so schnell geht und dass die da diesen Lieferung, also dass die diesen Weg nutzen, um den Lieferungen nachzukommen, größtenteils. Das könnte interessant sein. Und zwar die beiden größten Nahrungsmittelproduzenten, die man dann anfragen könnte, um mal schnell was für ihn zu kaufen, um nicht Vertragsstrafen zu riskieren. Der eine sagt, der Weg in ein besseres Morgen und nennt sich Aztec. Und der zweite, der sagt, wir wissen, was sie denken. Und heißt Horizon.
Obwohl Horizon ist noch nicht sicher. Nee, ich hab die hier gar nicht drinstehen. Sind die noch gar nicht big genug? Okay. Also den sie als erstes fragen würde, wäre eine Aztec-Tochter. Vermutlich Austra Farms. Austra Farms könnt ihr nicht angreifen. Das kannst du voll vergessen. Das ist das Problem. Also die selbst können wir nicht angreifen. Was wir aber gucken können, ist, dass wir die Lieferungen irgendwie abfangen, größtenteils. Wir werden nicht alle abfangen können. Darum geht's auch nicht. Aber wenn einfach nur statt zwei LKWs ein LKW ankommt, ist das schon mal sehr hilfreich, wenn sie einfach nur noch die Hälfte von dem haben, was sie brauchen. Mhm. Eben, und so ein LKW ist relativ schnell überfallen. Womit wir... Wobei der Aztec-Typ, der Security-Typ... Hat der auf sowas überhaupt Einfluss? Das ist nur irgendeine Aztec-Tochter. Ja, den wollen wir lieber nicht fragen, oder? Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie der uns da helfen kann, weil der ist irgend so ein Security-Typ. Und den da jetzt mit einzubinden, ist halt die Frage, ob der da überhaupt irgendeine Form von Einfluss drauf hat. Das wäre ja negativ. Frage ist, ob sie vorher fragen, wenn wir ihn fragen, bringt dir das was, wenn wir deine Firma platt machen, wird er sagen, wahrscheinlich nicht. Ich sag mal, der Typ war natürlich distanziert genug, um nicht zu sagen, ihr greift mein Land an. Ist halt die Frage, ob ihm was bringt. Wenn ihr eine Idee habt, was ihm das bringt, dass er zum Beispiel sagt, diese Lieferung wird zum Beispiel nicht überwacht. Ich wüsste aber nicht, was, ehrlich gesagt. Also entweder, wenn, dann müssten wir ihm wirklich alles erklären. Damit er da irgendeinen Nutzen draus ziehen kann. Und da will ich ihn ehrlich gesagt nicht einspannen. Nee, das ist zu gefährlich. Okay. Der Typ ist zwar nett, aber nicht so nett. Auch nee, tatsächlich wäre es auch zu aufwendig. Also das Einzige, was mir einfallen würde, wäre, oh, guck mal, das wurde jetzt überfallen, wir müssten die Sicherheit anheben und dann hätte er was davon. Aber das kann man, das ist ein bisschen, dafür ist Aztec zu groß, das passt. Also der Plan ist, Lagerhaus abfackeln und dann zwei Lieferungen. Oh, zum Glück seid ihr eine Gang, die sich echt mit dem Überfall von Lieferungen auskennt. Nee, deswegen ja, das ist ja quasi genau unsere Kernkompetenz. Das stimmt nämlich. Das heißt dann einfach zu gucken, dass da Lieferungen irgendwie abgefangen werden zum richtigen Zeitpunkt. Man kann es ja in diesen schweren Zeiten, in Anführungsstrichen, auch einfach tatsächlich aussehen lassen wie ein Überfall. Also ist es ja auch, aber ne, so als hätte man es nicht gemacht, um zu verhindern, dass die Lieferung ankommt, sondern tatsächlich auch, um irgendwie das abzugreifen, was da ist. Endlich Dosenfutter und Drogen. Super. Ja. Und vor allem kriegen sie, selbst wenn das Essen halt durchkommt, das ist natürlich ein bisschen schade, aber sie kriegen dann auf jeden Fall keine Drogen und keine Schmuddelheftchen. Na, wie gesagt, also allein die Tatsache, dass nur ein gewisser Teil des Essens durchkommt, reicht ja schon aus, weil die werden ja mit Sicherheit in den Zeiten, wenn die zu wenig Kohle haben und was weiß ich nicht was, auch relativ knapp bemessen sein, die Rationen da. Siehst du, jetzt weiß ich auch wieder, was ich mit Mischa wollte. Ja, übrigens, ja. Die sind auch immer noch knapp, obwohl die Woche schon hilft. Und jetzt hat sie noch weniger Mittel, um zu helfen. Was Mischa noch macht, ist, zusammen mit auch wieder ein bisschen Hilfe von Elder, Informationen zu fingieren, dass ab und zu jetzt von der Wori Sachen ins Gefängnis kommen, die tatsächlich hochgradig gefährlich sind, auch für die Wärter. Und dadurch quasi zu verhindern, dass die überhaupt Besuche kriegen dürfen, was natürlich den Kontakt zur Wori außen abdings, womit die dann drin denken dürften, die haben uns vergessen, die hässlichen Ficker. Hm. Jo. Nee, also, aber wenn die Ration so knapp bemessen ist, dann tut halt eine LKW-Lieferung schon echt weh. Nee, klar, auch, hey, ihr könnt nicht nur eine abfangen, ihr könnt auch zwei abfangen, so ist es nicht. Nee, klar, aber selbst, weißt du, selbst wenn ein Teil durchkommt, ist das völlig egal, weil wir unsere Wirkung damit trotzdem erzielen. Und ja. Die Möglichkeit, da wirklich mal temporär was an der Strom- und Wasserversorgung oder an der Heizungs-, also an der, keine Ahnung, wie die das machen mit der Heizung, aber an dem ganzen Kram was zu drehen, sollte eigentlich, denke ich, möglich sein, wenn man die entsprechenden Stellen findet. Das ist ja jetzt nur nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, sondern das x-te Mal.
Richtig. Ja. Und das Schöne ist ja, wenn die Leute sowieso alle auf 180 sind und kurz vorm Überbrodeln und dann fällt das Licht aus und der Strom, dann kannst du davon ausgehen, dass die Jungs die Chance wittern, um einen Aufstand zu machen. Ich bräuchte mal bitte einen Edge-Wurf von euch und ihr dürft es meinetwegen als Teamwork-Probe machen. Dann würfel mal, Kaban. Yay. Siehst du, das ist solide. Ja, ist richtig. Alter, die Pink Lady, sag mal Anastasia, was ist mit dir los? Na, ausnahmsweise mal, also sonst verkacke ich Edgewürfe ja immer. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hab vergessen, wofür der Edgewurf war, Alter, ich bin so gut. Na, wir waren jetzt vorhin bei Strom und Wasser und Heizungsversorgung. Ich glaube, er war sogar einfach für fucking alles. In die Luft jagen. Kracht ganz schön. Ihr könnt euch aber jetzt in DCD erstmal eine Weile nicht blicken lassen. Des Weiteren, Überfälle. Das kann die Gang tatsächlich. Und Aztec wird, wenn, dann vermutlich Waren von außerhalb der Stadt einfahren, weil sie in der Stadt noch ein bisschen höhere Standards haben als Gefängnisfutter. Das heißt, die kann man sogar recht gut irgendwie wegbrutzen. Das wollte ich, genau. Und ihr habt drei Erfolge, das heißt, Aztec wird bei den Auswertungen zu dem Ergebnis kommen, dass das die Wori-Rache ist. Yes! Wupp, wupp. Da ihr die ganzen Nahrungsmittel klaut. Was natürlich vielleicht über die ein oder andere Ecke ihre Vernichtungsteams ein bisschen anstachelt. Was nicht immer gut ist, es könnte sein, dass Zivilisten sterben. Oh. Denn so eine vollautomatische Schrotflinte, da gibt es Kollateralschäden. Ich war auf Lumi. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann schießen. Und auch der Granateneinsatz in der Stadt soll nicht ganz ungefährlich sein. Darum weiß ich. Nee, echt übelst krass, Granaten in SR5 machen einfach Schaden in der Reichweite, aber das platzt einfach alles weg. Echt? Das wer konnte also würde ich, würd ich echt nicht empfehlen, das rumst richtig. Eigentlich müsste man ja drauf kommen, weil so eine Granate ist ja halt auch ein heftiges Ding. Wie auch immer. Das passt schon mal ganz gut. SR4. Damian wird nicht ganz so erfolgreich gewesen sein, aber es wird immer noch ausreichen. Das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Teil, dass der dort echte Probleme kriegt. Ein Knast, es wird einen Aufstand geben. Und er wird mit aller Härte des Gesetzes zurückgeschlagen. Da durch den Stromausfall bei euch vielleicht sogar die Gefahr besteht, dass ein paar von denen echt schweren Jungs ausbrechen, könnte es sogar sein, dass man Aztec ganz schön Rechte hier wert hat beim Reingehen. Ups. Könnte sein, dass sie die ganz schön ausnutzen. Ups. Ich bräuchte noch meinen Edgewurf. So wie gerade eben. Als Teamwork-Probe? Ja. Kaban. Was ist los? Du hast schon. Was ist denn los? Da hast du echt nicht so viele Würfel. Ich möchte Edge benutzen, um mein Edge zu verbessern. Ihr dürft das in dem Fall meineswegen machen. Juhu! Aber ihr habt noch keins zurückbekommen bisher. Warte. Scheiße, ich habe euch kurz davor welche zurückgegeben, glaube ich. Richtig. Oh, besser. Ich habe das ist auch nochmal okay. Du kriegst zwei Bonuswürfel. Yes, krieg ich? Daddy hat auch Edge benutzt. Oh, cool. Darf ich meine Edge-Würfel nachwürfeln? Du meinst plus 2, plus 3. Plus 5. Oder was? Naja, der Witz ist ja theoretisch. Ach so, das hier oben. Ja, okay, na klar, dass du eine Würfel nachwürfeln, aber du kriegst erstmal noch. Erstmal machst du noch die zwei Würfel mehr von Deli. Ey, brauch okay. Ich nicht. Wie, was? Brauchst du nicht? Na, das ich meine, sind drei Erfolge. Das sind drei Erfolge, das ist doch eigentlich ganz gut. Naja, aber ich sag mal, für echt Glück, wenn du auch willst, ja. Dass Fortuna für dich auch nochmal die Beine richtbreit macht. Du meinst, sonst sollte ich meine Edge-Würfel nochmal nachwürfeln. Was du doch willst, ist, dass Kaban sie beidhändig fisten kann, die Alte.
Oh da ja. Da reichen mir 3 Erfolge aber nicht. Die hat echt dicke Knöchel so an der Hand. Ich muss da quasi reinlaufen können und dann und den Professor an der Hand haben. Dann haben wir jetzt 6 Erfolge. Jodi. Neonet lernt von den Besten und das ist Aztec und sie sagen, hey, Freunde, diese Wori, die kann doch gar nicht so einfach überall sein. Die müssen doch irgendwoher Sins haben. Wisst ihr, wer die globale Sin-Registratur irgendwie managt? Na wir. Wer will Hilfe? Echt viele Leute wollen Hilfe. Und da wird einiges aussortiert. Also die können niemals alle Sins, die die Wori irgendwie ausgestellt hat, irgendwie vernichten. Von euch, ihr könnt euch schon mal 2 wegstreichen. Und zwar die 2er und die 3er. Von den 9 von Yegor. Genau. Okay. Aber sie werden quasi die Leute ausfindig machen, die da viel organisiert haben. Also von der Wori in Moskau und Todesstrafe. Das nennt man nämlich Landesvorrat. Ei. Und die Russen mögen keinen Landesvorrat. Nee, das ist richtig. So ein schönes Land. Jödi. Weiterhin wird der gemeinsame Konsens sein, dass Konzerne und Politik wo versauert werden gelassen, weil gelassen werden, so rum. Weil man muss sie nicht attackieren, wenn hinter ihnen nichts mehr steht. Dann sind sie halt einfach gefickt. Wie wahr. Und dann wird es echt den ein oder anderen Einsatz geben von mehr oder weniger Leuten der Gang, wo man auch mal so ein paar Leute aufspürt. Oder so ein ganzes, zum Beispiel ein, da ist das gleich, Gruppenkampf. Dings von der Wori ausfindig macht, da reinmarschiert und einfach übelstes Blutbad anrichtet. Damit kennt Jojo sicher aus. Ich wollte schon gerade sagen, damit kenne ich mich ja aus. Blutbad. Blut soll fließen. Genau das. Schön, schön, schön. So, Outgame-Frage. Wollt ihr beide als Spieler retten. Einen Abschluss zur Vernichtung dieser Gemeinschaft? Oder wollen wir es ausklingen lassen mit innerhalb der nächsten 3 Monate wird das und das passieren? Mir würde das reichen. Mir würde das auch reichen. Das würde nur im Bad enden. Wir können nur sterben. Das stimmt halt. Ich meine, ihr kriegt auch immer wieder mal was ab. Nach dem ersten Monat werden die ersten aufspringen auf euren Zug und sagen, hey, De Wori, die machen wir jetzt richtig platt. Viele Leute aus der Bevölkerung finden Unterstützung für derlei Handeln, denn viele Leute aus der Bevölkerung sind tot. Und ich sag mal, nach 3 Monaten hält die Wori es nicht mehr für ein Privileg, ein Tattoo zu haben, sondern für ein Todesurteil, du weißt schon. Und läuft verdammt. Sicherlich werdet ihr nicht jeden letzten Lappen finden und vernichten. Aber, ne? Genügend die, davon. Viele von denen werden sagen, vielleicht gehe ich dann einfach mal nach St. Petersburg. Vielleicht tätowiere ich mir was anderes auf die Schulter. So. Das heißt, dass auch nach 2 Monaten die ganzen Leute aus Schweden wieder herkommen können. Weil einfach man sich auch das nicht mehr leisten kann, diese wie viele Personen dort drüben zu haben. Warte, das sind 10. Alleine 8 Kinder plus 10. 3 Erwachsene. Habe ich doch gesagt, 10. 11. Nein, 10. Ja, aber ihr sagt 10. Eines der Kinder ist gestorben zwischendurch. Na toll. Ja, es ist echt gut, dass ich an Konstantins Kinder denke, aber nicht an Mutti. Also auch nicht die richtige Mutti, das zählt ja nicht. Also diese 10 oder 11 Personen, die kann man sich da nicht mehr leisten, deswegen kommen die dann zurück, das passt. Juhu. Jutti, was sich dann langsam anschließen wird, ist Neuorganisation der Gang.
die muss er erstmal jetzt wieder gucken, wo es lang geht und so weiter und so fort. Aufnahme von fruchtbaren Geschäftsbeziehungen mit Damian. Kaban wird in der Gang sowas sein, wie ab und zu wird er mitgenommen, wenn die Chofrino-Guys was überfallen, weil du ja diese Taktik kleiner Gruppen besitzt als Wissensfertigkeit, das ist gar nicht so dumm. Ich weiß. Dass du quasi dein Wissen kombinieren kannst mit der Erfahrung, die die haben und dem, ne, einfach der Erfahrung, die die haben. Du wirst aber auch ein Teil sein von denen, die zu Damian oder seinen Unterdudes geschickt werden, wenn Jojo mal keine Zeit hat oder irgend so ein Kack. Weil du hast Kontakt und viele von denen, naja, die, also, der ist ja schon ein bisschen feiner, das muss man ja auch abkönnen. Genau. Ja. Ja, ja, neue Organisation. AFK. Sehr cool. Was hatte ich noch? Wenn ihr das wünscht, könnt ihr anfänglichen zarten Kontakt zu ein paar der Leuten machen, die ihr aus der Brennerei kennt. Nachdem die gröbsten Sachen, ne? Nachdem ja Agathe leider vernichtet wurde und auch dieses Ding eigentlich im Arsch ist. Ja, gar nicht. Dabei mochte ich die Brennerei. Naja, aber wir können ja die Leute einfach mal zusammensammeln und können ja was Neues machen. Genau. Wir haben ja die Möglichkeiten dazu. Das stimmt. Wir haben den Platz. Wir haben den Style und das Geld. Ich hab Polizei. So. So. So machen wir das nämlich dann. Nö, aber wir können ja mal gucken, dass wir irgendwie die Leute von der Brennerei zusammensammeln und vielleicht kriegen wir da wieder was aufgezogen. So ein bisschen zumindest. Eben. Das Problem ist, die werden das wahrscheinlich nicht akzeptieren, wenn wir es nicht unparteiisch machen. Also sprich, das darf nicht die Gang initiieren. Muss ja nicht direkt. Also ich meine, so ganz kannst du es aus der Gang natürlich nicht ausklammern, aber das muss ja nicht nichts direkt mit der Gang zu tun haben. Darum geht's ja nicht. Na gut, dann ist so gut. Was kann er aus der Gang nicht ausklammern? Eine kleine Etablissement, wo man quasi Stoff brennen kann. Sprich, Brennerei rebootet. Reloaded. Die Destille. Du willst unter die Dings gehen. Hä? Schieber meint er. Braumeister. Nee, Braumeister. Ja, so ein bisschen. Ich dachte, du wolltest kochen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer Destille. Ich hab ja schon selber mal mein eigenes Homebräu gemacht. Genau, das ist dann die Brauerei. Sehr schön. Also, ich habe noch nicht mal einen Kalender für 84. Wir sind übrigens im Februar. Beschäftigt euch mal kurz. Ich brauche nämlich gerade noch ein bisschen. So wie gerade, meinst du? Was hat er denn gerade gemacht, außer zu sagen, dass Kaban vielleicht Bier brauen will? Kaban will doch gar kein Bier brauen. Du hast das quasi nicht verstanden. Wir wollen die gute alte Brennerei neu aufziehen. Weil Connections und so. Na, elaboriert das doch mal ein bisschen. Ja, das war ja eben die Überlegung. Das wird vermutlich was sein, was nur so halb im Gangturf sein wird, aber irgendwie zumindest am Rand oder so. Ihr kriegt übrigens bald noch eine neue Karte mit den Gangturfs. Könnte ein bisschen größer sein als vorher. Ich weiß auch nicht genau, warum. Wer hätte das erwartet? Und also wie gesagt, irgendwas, was da so ein bisschen am Rand liegt, sodass man da gegebenenfalls auch mal nachgucken kann. Aber halt, ist halt die Frage, wie man es dann wirklich aufzieht. Also entweder wird das dann so eine Art, also entweder macht man eine richtige Kneipe draus, oder man muss halt dafür sorgen, dass da immer jemand ist und auch immer mal ein Ansprechpartner ist oder irgendwas anderes halt. Also irgendwie, das ist noch nicht ganz so, denke ich. Keine Ahnung. Wir hatten ja vorher einen Barkeeper, den Barkeeper können wir eventuell wieder finden, wenn irgendjemand die Nummer von dem hat. Naja, ein paar Leute, da haben wir ja die Nummer. Also ich sag mal, da die Leute zu erreichen, die damit zu tun haben, sollte nicht das Problem sein, weil du kennst irgendwie von mir aus Proto und der hat wieder die Nummer von fünf anderen und die fünf anderen telefonieren dann wieder rum, weißt du? Buschvoll. Ja, ja, genau, das kann man sich so, das verteilt sich dann über Mundpropaganda. Aber das muss man dann natürlich nicht ganz laufen bringen.
Naja, dafür müsste man einfach eine Location finden, erstmal abchecken, ob da überhaupt irgendwie Bedarf nach ist. Wenn die da keinen Bock drauf haben, ist das sowieso egal, dann muss man sich die Arbeit nicht machen. Richtig. Aber irgendwie so ein altes, keine Ahnung, irgendeine Möglichkeit, so ein leerstehendes, irgendwas wird man sie ja wohl finden und da kann man ja mal ein bisschen gucken, dass man das irgendwie wieder ein bisschen aufzieht. Eine Revival-Party. Quasi. Dann lasse ich mich wieder von irgendeinem Hacker unter dem Tisch saufen. Ach so, Deli. Ja. Dir steht auch noch irgendwann bevor deine richtige Feier als Aufnahme. Allerdings könnte es sein, dass auf jeden Fall Vlad das vergessen hat. Du kannst es einfordern, was und wann du möchtest. Und denk dran, an diesem Abend bist du König und hast zum Beispiel die Macht über Jojo. Das heißt, wenn dir irgendwann noch was einfällt, was du hier antun willst, ich habe damit kein Problem. Das musst du nicht jetzt, aber du hast ja Zeit. Vielleicht fällt es dir auch erst wieder später ein. Ich habe die komplette Macht über Jojo. Fast komplett. Legt sie in diese Wanne. Alter! Ich wollte die Gang nur am Leben lassen. Darf ich dich an das Blutbad erinnern, was darauf folgen wird? Ja, wie gesagt, ich wollte die Gang noch am Leben lassen. Ja, so, okay, das 1x1, wie man löscht man eine Gang aus? Jojo und Wanne, das passt. Dann geht Damien einfach zur Red River Gang. Ich hoffe, wir können endlich dieses lange, feste Bündnis schließen, von dem ich euch schon so oft erzählt habe, da endlich eure Feinde vernichtet wurden. Genau, die kleine Pussy. Was soll denn das jetzt? Na, der wird noch eine große, fette Macht. Naja, mit euch halt, ne? Ja, teilen und herrschen, weißt ja, das wäre ja nicht so schön, wenn er alleine, uns teilt. Alleine kann er das nicht. Also ihr platzt den, wenn ihr irgendwann beschließen solltet, okay, wir nehmen jetzt die Leute, die wir haben, plus die Goons, die wir haben, marschieren dahin und machen seinen Türfen Erdboden gleich, hat ihr euch nichts entgegenzusetzen. Das ist gut. Manpower-mäßig und waffenausrüstungsmäßig hat er jetzt mit euch natürlich ein bisschen zugelegt, aber der hat einfach nicht die Kämpfer in großer Zahl, wie ihr sie habt. Das ist gut. Nee, also das mit der anderen Geschichte, das kann man mal in Angriff nehmen und kann mal gucken irgendwie und mal gucken, dass man die Leute auch mal irgendwie wieder ans Rohr kriegt. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was man so akut einfach so machen kann irgendwie, weil man ja auch erstmal gucken muss, ob da überhaupt ein gewisses Interesse besteht, das zu machen, weil ansonsten muss man sich die Arbeit nicht machen. Ja, dann wir könnten, wenn ihr darauf Lust habt, das Interesse natürlich auskundschaften heute. Dann tun wir das doch mal. Habt ihr jemand speziell im Sinn? Wir machen das anhand einer Person und ne, beispielhaft würde ich sagen, es könnte vielleicht ganz okay sein. Da können wir einfach Brot hochfragen, oder aber... Zudem haben wir den besten Kontakt aus der Brennerei. Mitunter, ja. Stimmt. Dann fragen wir nochmal Brot hoch. Ach nee, ihr ruft ihn einfach an. Okay. Rufumleitung aktiviert. Neue Nummer. Pipapo. Ja, grüß Gott. Hi. Ihrseits, ich hatte schon was anderes erwartet. Ich habe ja zwei Anrufe. Ich habe doch gar nicht beim Körper, bin ich gar nicht herangegangen. So. Hast du Lust, dich mal zu treffen? Das kommt ein bisschen darauf an, weil bei mir hat sich doch so einiges geändert. Ich würde nicht sagen, dass ich direkt im Ruhestand ist. Man ist ja nie ganz im Ruhestand. Das ist ein bisschen auch schwerer, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich so ganz aktiv würde ich mich jetzt auch nicht mehr bezeichnen. Ja, darum geht's auch nicht. Es geht eher nur darum, mal ein bisschen zu quatschen.
Ja, darauf würde ich mich doch freuen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir uns nicht wieder in dieser Mall treffen, weil ich ansonsten wieder rausgehe mit so unheimlich vielen Tüten und oder zusehen muss, wie der arme Kaban über den Tisch gezogen wird. Und muss ich eine besondere Kleiderordnung irgendwie beachten, wo ich mich jetzt mit den Herrschern über diese Stadt treffe? Oder wie sieht das aus? Gehstock und Zylinder. Frack. Wann soll das Treffen denn sein? Wann willst du denn? Wann hast du denn Lust? Ich denke, ich könnte heute Abend noch etwas einrichten, so gegen 19 Uhr. Heute Abend? Alles klar. Dann komm mal da und dahin. Gibt's eigentlich noch eine alte Brauerei in der Stadt? Bei uns zufällig irgendwo? Nee, ne? Naja, ich glaube einfach, du verkennst ein bisschen die Lage. Also, es ist nicht mehr das Romantische mit Brauerei und großen Fässern. Du hast riesige Kanister, wo einfach Wasser mit Alkohol vermischt wird und dann einfach, also mit reinem Ethanol und dann einfach, also im besten Fall mit reinem Ethanol und dann einfach Zusatzstoffe hineingegeben werden. Na gut, dann irgendeine alte Kneipe oder irgendwas, sowas in der Art halt. So ein bisschen, so ein Kellerkneipe, irgendwie sowas, so ein bisschen dingsiger ist. Da gibt es sicherlich einiges, ja. Da kommt es natürlich darauf an, was für einen Stil ihr euch vorstellt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ihr beide euch vielleicht da eigentlich doch ganz gut selbst auskennt. Also ich... So eine Art, weiß ich nicht, sowas, so ein Souparterre oder sowas. Ich meine, so, dass du dann halt auch vielleicht noch einen zweiten Weg raus hast, ist ja kein Problem. Aber es muss auch nichts sein, was erstmal, was, also am besten irgendwas Unrenoviertes, Leerstehendes. Weil wenn, dann muss man ja erstmal gucken. Ach, etwas Leerstehendes und... Und wo jetzt, also in welchem Stadt, ich nehme an, dann, wo denn? Ich kann den Spielleiter nicht ernst nehmen, wenn er so redet. Das ist eine Unverschämtheit und ich werde dich dafür auf jeden Fall bestrafen. Am Rande unseres Turfs. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal ganz genau, bis wohin euer Turf jetzt, also natürlich die ganze Stadt, das ist mir natürlich vollkommen bewusst, aber ich weiß nicht mal genau, wo ihr jetzt, also da müsst ihr schon selber gucken, euch vielleicht selbst ein wenig, das weiß ich nicht. Naja, irgendwas vielleicht am Rand von dem D, also irgendwo, wo die Grenze zwischen Falkensgebiet und D-Gebiet und irgendwie sowas, weißt du was, irgendwas, was da so in den Dingsbums ist. Du sagst also, hey Spielleiter, guck dir mal bitte die neue Karte an und sag mir, ob da was ist. Genau, ja. Weil die neue Karte haben wir ja noch nicht. Das ist nicht die neue Karte. Das sieht gut aus. Dauert übrigens jetzt 10 Jahre, weil ich die noch nicht exportiert habe, ne? Gimp, hier wird Warten noch belohnt. Ich glaube nämlich, dass zwischen euch und dem D-Gebiet halt so ein Millimeterstreifen ist, bevor die Red River Gang beginnt, die auch ein bisschen Boden gut gemacht hat. Oh, das ist schlecht. Die können wir noch platt machen als neues Objekt der Bierde. Ja, also also ihr seid im D-Gebiet, ihr habt euch bis da unten reingefressen. Für euch, ihr seid quasi jetzt dort, wo die 9 unten zu Ende ist, falls ihr die alte Karte noch offen habt, das ist nicht ganz gering und ihr habt den gesamten westlichen Teil, aber also ihr könnt in dem D-Gebiet halt was finden, bloß ihr könnt nicht außerhalb eures Turfs, da würde ich eher ins C-Gebiet gehen, irgendwo in Westen, wo nicht die Red River Gang ist und sagt, ich fick euch. Dann gehen wir dahin. Sehr gut. Da, also es gibt irgendwo irgendein. Und selbst wenn das keine Bar ist, gibt es verlassene Gebäude, die man zu sowas umformen kann. So ist es ja nicht. Dann nehmen wir sowas. Ich meine, du hast doch dieses Heimwerken und alles. Das ist alles kein Stress. Ja, ja. Du gibst ihm also quasi eine Adresse, er wird dann rauskommen. Ja. Wir warten dort auf ihn. Es ist renovierungsbedürftig, ja. Es ist zum Teil würde notwendig sein, da ein paar Anschlüsse neu zu legen, aber die Gegend ist gerade so schlecht, dass nicht jeder Vollidiot gucken kommt, was das für eine neue abgefahrene Bar ist, aber nicht schlecht genug, dass du damit rechnen musst, jedes Mal auf Nachhauseweg abgeschlachtet zu werden. Wenn er kommt, trägt der Frack Zylinder einen weißen Aufklebebart, der nach oben aufgezwirbelt ist und eine weiße Perücke und sieht ziemlich genau aus wie der Monopoly-Mann. Jojo grinst, als er kommt. Sehr cool.
Ich hoffe, das ist angemessen. Ich habe hier auch ein wenig Spielgeld, mit dem ich jetzt um die Gegend werfen könnte, aber ich weiß nicht, ob ich es dann wegkehren muss. Darauf hätte ich gar nicht so viel Lust, muss ich sagen. Das ist sehr angemessen. Dann wirft er, dann greift er in einen kleinen Beutel und wirft erstmal ordentlich Papiergeld durch die Gegend. Sehr schön. Tanz-Bitches oder was war das sein? Komm mal mit. Jawohl. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Male, die wir uns getroffen hatten, es war immer ganz entspannt, es war ganz schön. Wir hatten einige Späße, wir haben beobachtet, wie Kaban sich schlägt und wie Kaban sich dann wiederum schlägt und so weiter. Wir hatten schöne Einkäufe, aber ich bin ein wenig verwirrt, ein bisschen verunsichert vielleicht auch, wie ich jetzt mit dieser ganzen Sache umgehe, dass ihr da jetzt doch, also die dicksten Fische im Karpfenteich vielleicht auch seid, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja doch einiges, was da jetzt über euch läuft. Also, wie müssen wir vielleicht vorher noch kurz klären, ob sich da jetzt was verändert hat oder so? Was sich wo verändert hat? Zwischen uns? Aber wir haben uns auch eine ganze Weile nicht gesehen und jetzt plötzlich ist es halt so, als wärt ihr nicht mehr meine Nachbarn. Ihr wärt jetzt halt meine Nachbarn, die 5 Stück über mir wohnen und 400 Quadratmeter mehr haben und 50 Angestellte, die ihnen jeden Morgen Luft zufächern, bis sie sich aus dem Schlaf bequemen und dann im Frühstück mit Weintrauben gefüttert werden. Na, so schlimm ist es ja nicht. Vom Verhältnis? Nee, es hat sich nichts verändert. Gut, dann bin ich eigentlich... Ja, eigentlich hätte ich es wissen müssen bei dem Outfit, was ihr mir angeboten habt. Ihr habt schon recht. Siehste. So. Jojo macht die Tür quietschend auf. Übrigens trägt er weiße Handschuhe, aber jetzt, wo du nochmal neben ihm stehst, ist es, dass da an der einen Seite ein bisschen Chrom durchblitzt, wo früher Keynes war. Okay. So. Ich weiß, es ist noch ein bisschen renovierungsbedürftig. Aber nachdem ja irgendwie die Brennerei als Treffpunkt nicht mehr wirklich nutzbar ist, hatten wir die Idee oder die Überlegung, vielleicht wieder eine Möglichkeit zu schaffen, die dem, was die Brennerei mal war, zumindest in irgendeiner Form ähnlich ist. Also ein Treffpunkt, wo schon mal gesetzt ist, dass man sich nicht auf dem Weg abschlachtet, dahin, also direkt davor und da drinnen, wo es gewisse Regeln gibt und wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, die neuesten Tricks und Kniffe austauscht und wo auch Schiebe oder vielleicht auch ein Johnson reinkommt und dann Jobs anbietet oder welchen Aspekt genau? Zumindest ein Treffpunkt, der es ermöglicht, sich mal auszutauschen, ja, wo es eine gewisse Art von Regeln gibt und wo eventuell auch mal ein Jobangebot oder irgendwas ähnliches stattfinden kann, richtig. Ich muss sagen, wo man sich einfach mal zusammen trinken kann und dann monatelang ausgelacht wird dafür. Ja, das ist ja der wichtigste Teil, nicht wahr? Genau. Aber also was jetzt so retrospektiv, was ich vielleicht einen Aspekt finde, der gar nicht so gut war. Es war ja doch ein recht elitärer Laden, der aber, wenn man davon gewusst hat, was da passiert, eindeutig aussagt, und das ist ja letztlich ein Riesenproblem dann auch gewesen für Agathe, dass dort nur kriminelles Pack haust, das ganz offen über seine Geschäfte redet, wenn wir abgehört werden würden. Also ich meine, es war dort natürlich schon sicher und man hat immer noch ein wenig sich bemüht, nicht ganz so offensichtlich zu werden, aber gerade wenn man viel getrunken hat oder so. Also ich würde dann, wenn das anders konzipieren, dass man halt einfach eine Bar macht, wo bekannt ist, da trifft man sich und man kann sich in Nebenräume zurückziehen oder auch ein bisschen flüstern oder die Comlinks ineinander stecken, das ist auch eine ganz romantische Geste, und dann einfach quasi über diese Dinge sprechen, ohne dass es so ganz offensichtlich auch abgeschottet ist. Naja, deswegen ja diese Geschichte hier und nicht so ganz so einzeln. Also wie gesagt, ich würde mich als jemanden betrachten, der eher versucht, sich ein wenig zurückzuziehen, als alten Veteran oder so etwas, als Geschichte, die man sich erzählt vom beeindruckenden Mann mit der dicken Wampe oder so etwas, keine Ahnung, aber beeindruckend wegen seines Modestils natürlich, aber
Du meinst, ich habe auch noch viele Nummern von anderen Leuten und ich kann für euch Dinge in den Gang bringen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, aber ich sage euch nur, dass ich so aktiv am Geschäft nicht mehr teilnehmen möchte. Das mag sein. Du möchtest also hinter der Bar stehen. Ich wollte schon sagen, du möchtest also hinter der Bar stehen. Das schmeichelt mir sehr, aber da bin ich noch sehr unsicher, auch ob ich da die geeignete Persönlichkeit bin und ob ich mir das dann, also ich meine, ich wollte aussteigen, natürlich ist das Unsinn, man steigt nicht einfach aus, aber ich hätte mir schon vielleicht dann etwas noch mehr Abstand gewünscht, das weiß ich nicht. Das musst du letztendlich wissen, aber ich denke, es wird trotzdem jemanden brauchen, der so ein bisschen ein Auge darauf hat und jemand, der viele, also der die Leute auch kennt, die dann gegebenenfalls mal kommen oder nicht kommen. Es zwingt dich ja niemand, dich noch irgendwie groß an irgendwelchen Sachen zu beteiligen, aber zumindest wärst du jemand, dem man bei dieser ganzen Sache, der vertrauenswürdig ist, den die meisten Leute kennen, und wenn du dich da nicht siehst, okay, aber ganz ehrlich, du bist der klassische Barkeeper-Typ. Er dreht sich zu Kabern. War das jetzt eine Beleidigung, oder? Ich kenne sehr viele Barkeeper, glaub mir, und die sind alle cool drauf. Das war also keine Beleidigung. Jetzt sind wir mal ehrlich, also wenn ich das machen sollte, es hat da schon einen gewissen Reiz, muss man auch sagen. Natürlich ist es dann schon so, dass ich immer wieder auch in Sachen reingezogen werde. Und natürlich wäre es meiner Ansicht nach auch so, dass es da einen gewissen Schutz bräuchte, den Agatha einfach auch mit anderen Dingen hatte, den ich so überhaupt nicht besitzen würde. Ich kann ja so nicht darauf vertrauen, dass die Leute gute Manieren haben und sagen, ja, wenn wir hier eine Möglichkeit haben, uns zu treffen und so weiter, dann haben wir auch ein Auge auf den Barkeeper. Die Jugend von heute, die Runner-Jugend gerade, da male ich mir das Schlimmste aus, dass irgendjemand wird sich eben nicht daran halten und dann bin ich der Arsch. Deswegen sind wir ja hier, und zwar am Rande vom Ganggebiet, nicht direkt drin, aber damit wäre zumindest die Möglichkeit gegeben, dass entweder sogar jemand hier ist oder schnell Leute abrufbar sind, natürlich mit der Garantie, dass, oder natürlich auf eine Art und Weise, dass jetzt, wenn jemand hier ist, der gegebenenfalls irgendwie mit aufpasst oder irgendwas anderes, nicht sofort klar ist, dass, ne? Okay, aber... Oder zumindest wäre dann jemand für dich abrufbar, wenn du das möchtest. Also für denjenigen, der das hier machen würde, wäre dann auf jeden Fall jemand abrufbar. Das klingt nach einer Sache, die dann natürlich schon sehr viel verlockender klingen würde. Was ich mich jetzt aber natürlich fragen muss, wie tief die, ich will nicht sagen Einmischung, aber wie tief dann die Gang ihr Interesse offenkundig oder nicht so offenkundig und vielleicht nur diesem unbestimmten Barkeeper entgegenbringen würde. Ich meine, ihr wollt ja dann schon ein bisschen auch erfahren, wenn etwas passiert, was vielleicht euch ein bisschen zuwiderläuft oder solche Dinge. Interesse insofern, als dass wir zumindest mitkriegen, wenn etwas läuft, das uns hart Probleme bereiten wird. Ja, aber wie willst du das denn letztlich machen? Das ist nämlich jetzt hier die Frage. Nehmen wir an, es kommt ein Anzug-Track rein und setzt sich zu Tasche, dem monströsen Trollschlechter. Und er geht zu ihm und sagt, ich möchte in ein Hinterzimmer. Und das Hinterzimmer ist offensichtlich mit allerlei Schnickschnack ausgerüstet. Keiner kann hören, was da vor sich geht. Und am Ende handelt es sich um einen Job. Das wäre natürlich selten dämlich, natürlich. Aber es handelt sich um einen Job, der euch irgendwie direkt oder indirekt schadet. Wenn ich auf diese Gespräche zugreife, dass irgendwann rauskommt, weil ihr es verhindert, dann ist natürlich dieser Laden gestorben und ich vermutlich gleich mit. Darum geht es nicht, sondern nur, wenn du wirklich was mitkriegen solltest. Es geht nicht darum, sämtliche Gespräche abzuhören oder sowas. Das ist in keinster Weise drin und das ist klar. Wenn die Möglichkeit bestünde, dass man mal was mitkriegt aus irgendwelchen Gesprächen, was sowieso jeder hätte mitkriegen können, sodass du nicht direkt gefährdet bist, dann ja.
Aber ansonsten würden wir uns weitestgehend raushalten. Sagen wir es mal so, wir organisieren und garantieren die Neutralität und Sicherheit dieses Ortes. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Zu 100% raushalten können und werden wir uns nicht, das ist klar. Aber bis auf die schlimmsten Vollidioten sollte das ja auch jedem klar sein, wenn ganz zufällig diese Bar ganz in der Nähe ist und man wusste, dass ich früher keinen besonders schlechten Kontakt mit euch hatte. Richtig. Das heißt, das wäre eine Sache, dass wahrscheinlich Leute, die tatsächlich irgendwie unschöne Gedanken hegen, vermutlich sowieso nicht herkommen würden. Ja. Ganz davon abgesehen, dass, also ich meine, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir mal gucken, wenn wir selber mal jemanden brauchen, der irgendwie was macht vielleicht, uns mal hilft oder einen kleinen Gefallen tut. Ja, dieser unbestimmte Barkeeper, der würde sich dann sicherlich auch jemanden kennen, der dafür geeignet wäre, je nachdem, welche Situation. Siehst du, dieser unbestimmte Barkeeper wäre also in dieser Position, aber ansonsten hat er relativ freie Hand. Jetzt ist natürlich die Frage, es klingt alles sehr verlockend, aber warum sollte ich das machen? Ich habe doch die Taschen voller Geld und er wirft nochmal ein bisschen Geld durch die Gegend. Ja, weil die Taschen voller Geld, die du da gerade hast, so wie du damit umgehst? So wie du damit umgehst, wahrscheinlich bald echt leer sein werden. Ein Quark. Das ist ein relativ schlagendes Argument, ja. Zum einen das und zum anderen, weil du selbst gesagt hast, du kommst vermutlich sowieso nicht raus, dass eine Möglichkeit ist. Jojo, bitte, das war keine ganz ernst gemeinte Frage. Das war ein Lückenfüller, ich denke schon, ich kann nicht sagen, dass ich nicht ernsthaft darüber nachdenke. Jetzt habt ihr mich natürlich auch ganz schön überfallen, aber ich denke, das war auch eure Strategie heute. Wie habt ihr eigentlich davon erfahren, dass ich, ich hab's euch ja vorhin am Telefon gesagt, ich bin aber auch selten dämlich, richtig deppert. Ja. Also das Erste, was ihr natürlich allgemein jetzt mit mir im Sinne hattet, ist, dass wir alle ein wenig herumtelefonieren und generell fragen, wie sieht das aus? Gibt es da vielleicht schon einen Platz, wo so etwas passiert, was jetzt hier passieren könnte? Hättest du überhaupt Interesse daran, dass es sowas nochmal gibt, vielleicht in etwas anderer Form und wir uns dann die Ergebnisse mitteilen oder ich euch die Ergebnisse mitteile? Ich habe ja überhaupt erstmal gar nichts damit zu tun. Ich sehe nichts und ich weiß überhaupt nichts. Jojo grinst. Nicht wahr? Das ist doch das Erste quasi, das erstmal wir alle gucken. Genau. Dann werde ich das machen und euch in den nächsten Tagen Bescheid geben, wie es da so aussieht bei den meisten. Und die werden vielleicht auch einmal rumfragen und dann haben wir eine wunderbare Kette und damit können wir dann uns verschönern oder so. Alles klar. Das wäre doch ein Traum. Man muss natürlich anmerken, dass überhaupt das... Also... Eigentlich könnt ihr keinen Zwerg hinter die Bar stellen, das ist ein ganz furchtbares Klischee und ich finde das eigentlich auch zum Kotzen ständig. Ich wurde sowieso schon mal gefragt mit meinem Outfit, du, in welcher Yuppie-Bar arbeitest du? Ach Gott, das ist ja furchtbar. Ehrlich gesagt finde ich jetzt überhaupt kein Klischee, einen Zwerg hinter die Bar zu stellen, weil meistens größere Leute hinter der Bar stehen und ich finde so eine Bar, die extra für einen Zwerg ausgelegt ist, eigentlich ziemlich stilvoll. Genau, wir können einfach musst ja nirgendwo hochklettern, kannst einfach auf der richtigen Höhe arbeiten. Das ist ganz gut. Ja, ich bräuchte natürlich schon Personal, also ganz alleine. Das wenn dann alles Zwerge. Ich hätte sogar einen freien Tag, um mich um meine Chilis zu kümmern und so. Die wachsen ja nicht von allein. Das ist klar. Oh, was für Chilis hast du? Ja, nennt ihr ein paar Marken. Also Arten meine ich natürlich. Und es sind einfach das immer nur die mit 400.000 Scoville. Ja, hast du die Originalsamen oder da so gefranchised? Na, auch genauso, da kommt ja keiner mehr ran, aber die sind nicht vermehrungsfähig, sicher, aber die sind tatsächlich ja, ganz wunderprächtig. Ich hätte doch eine Kostprobe dabei, wenn du wünschst.
Ja, eine wäre mir wahrscheinlich zu scharf und ich suche. Ich habe natürlich nur in Scheiben geschnitten und getrocknet, das ist quasi schon überhaupt keine Schärfe mehr, du hast nur noch ganz angenehm ein ganz kleines bisschen. Dann würde ich das gerne nur einmal probieren. Ja, es sind wirklich ganz kleine Stückchen, wie du hier siehst. Warte, er holt eine kleine Dose raus und da sind einfach Dinge drin. Caban ist ein berühmter Koch. Ja. Diese eine Chili-Sorte, die er dir genannt hat, die wurde dafür gezüchtet, um sie in Afrika anzuzünden und Elefanten-Stampedes davon abzuhalten, über Dörfer zu trampeln, weil, wenn die angezündet werden, der Geruch so schlimm ist, dass die Viecher sich verziehen. Willst du davon ein Stück in den Mund nehmen? Das ist also so dermaßen hart. Nee, es geht tatsächlich. Wenn du so ein ganz kleines Stück nimmst und gut was gewohnt bist an Schärfe, dann... Es gibt auch Vollidioten, die einfach so ein ganzes Ding essen und danach mit heulenden Augen sagen, wie geil das ist und was für Adrenalinschub sie haben und dabei fast sterben, aber ist cool. Also ich nehme ein ganz kleines... Also ich nehme das Stück, was er mir anbietet, nimm davon ein Drittel und dann probiere ich. Es burnt dir auf jeden Fall ordentlich den gesamten Mundraum weg und den Hals und den Magen und du merkst, wie es in deinem Magen unangenehm blubbert und dein Herz ist einfach super schnell und du fängst ordentlich an zu schwitzen, aber du stirbst nicht daran. Und du musst dann dich nicht halt mit vollkommen großen vor ihm entblößen. Da gucke ich ihn halt mit Tränen roten Augen an. Das ist ganz lecker. Das ist doch was, nicht wahr? Also wenn du möchtest, ich hätte ein paar abzutreten. Brennt aber kaum. Ja. Man muss sich schon daran gewöhnen. Ich habe relativ zeitig angefangen, aber ich könnte ein paar abgeben, aber ich muss sagen, ich nur ungern, ich lasse mir es auch meistens bezahlen. Es ist doch einiges an Mühe und ich habe natürlich auch selber gerne ein paar Chilis da, selbst zu Hause. Jo, das glaube ich. Naja, ich bin sowieso eher eigentlich Verfechter der selbst reproduzierbaren Sorten. Ja, wenn man da noch rankäme, ist das sicherlich eine schöne Sache, aber das ist ja einigermaßen unrealistisch. Das ist richtig, ein Chili bin ich auch noch nicht angekommen. Also es ist sicherlich möglich, aber ich glaube, da ist mir einfach der Aufwand so für ein Hobby, dass ich da einfach habe. Ich will mich ja nicht selbst ernähren den ganzen Tag Chilis. Ich glaube, das ist auch gar nicht so gut für den Verdauungstrakt. Ich glaube auch nicht. Also werde ich auf jeden Fall morgen noch merken. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Da habe ich jeden Tag so ein Ding gegessen und ich muss sagen, das härtet ab, aber ich glaube, ich habe da meinen Darmkrebs mit dem bevorstehenden um 5 Jahre schon vorgezogen. Da kann auf jeden Fall das Pfefferspray kommen. Das ist auf jeden Fall... Dann ignorierst du das. Vermutlich, ja. Ich werde da rumtelefonieren und vielleicht werde ich mal da überlegen, ob ich Lust hätte, da vielleicht mich anzubiedern oder so, ja. Wie will ich euch rein? Auf jeden. Ja. Ja, ich werde das erstmal machen. Ich bedanke mich für die Einladung und hier habt ihr noch ein wenig Geld. Außerdem wäre es eine Chance, dass wir uns mal wieder öfter sehen. Genau. Das klingt auf jeden Fall ganz, das klingt nicht schlecht, ja. Wir sehen uns nochmal, würde ich sagen. Alles klar, dann mach's gut, Proto. Bis zum nächsten Mal und Caban, hier, ich schenk dir die Packung. Geil. Fürs Essen zum Verfeinern, aber ich würde dir vielleicht raten, das anzukündigen, wenn du das reintust, vielleicht nicht immer die Sache. Ja, ich hab da schon einen Plan. Gut, Proto wird gehen. Dieser Plan umfasst aber nicht den Tag, an dem du der König bist, oder was? Vielleicht. Also der Inhalt ist folgendermaßen. Es ist quasi eine Chili geschnitten und getrocknet. Das ist nicht ganz so viel, aber... Du, das als Pulverform reicht völlig. Ja, man kann schon einiges an Spaß damit haben. Du kannst nicht die ganze Gang verköstigen, aber man kann einiges an Spaß haben. Du, wenn das in den Chili-Topf kommt, dann reicht das für die ganze Gang. Juri! Brodo, verpiss dich. Das klingt vernünftig. Das stimmt. Wir fahren zurück. Abschluss für heute, wenn ihr nichts mehr vorhabt. Er wird sich in den nächsten Tagen melden. Die Leute haben sehr wohl das Bedürfnis, in Kontakt zu treten. Es gibt ja auch ein paar Freundschaften und so ein Shit dazwischen. Und Rivalitäten. Und Rivalen muss man immer im Auge behalten. Ich glaube, der wird das machen, ja. Also er würde mit euch irgendwann nochmal Details absprechen wollen, was ja auch sicherlich nicht alles, das würde der nicht vor dem nächsten halben Jahr oder so in Angriff nehmen wollen. Der will sich da viel Zeit lassen, um noch ein paar Dinge zu klären. Aber dann wäre er bereit, wenn die Details stimmen, und da geht es nicht darum, dass er unendlich viel Kohle dafür will, sondern, ne, die anderen Sachen,
dass er sich da vielleicht hinter der Bar sehen würde, auch wenn es rassistisch ist. Cutie. Das klingt doch schon mal nach was. Ja, das gefällt mir. Das ist ja auch erstmal nur eine Idee gewesen und das heißt, dass man diese Idee dann auch gegebenenfalls, wenn er sich dann dazu bereit erklärt und dass man dann irgendwie mal guckt, dass man alles Notwendige theoretisch in die Wege leitet und wenn er dann will, dann kann man das machen. Also ich muss sagen, als ihr gesagt habt, wir würden vielleicht sowas aufziehen, dachte ich, wenn nimmt man da als Bar-Dude, muss ich mir echt ein NSC einfallen lassen, dann dachte ich, ihr müsst Leute anrufen, Proto will in den Ruhestand, denn Proto ist der perfekte Dude dafür. Sehr gut. Gut, machen wir Schluss für heute. Schluss. Willst du nächste Woche kurz oder lang, je nachdem wie das wird, dein Königsein machen? Ich weiß noch nicht, ob ich das möchte. Okay, gut. Wenn mir was Cooles einfällt, was ich unbedingt durchziehen möchte, dann ja. Alles klar. Das könnte durchaus sein, dass das Chili damit zu tun hat. In den Anus. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen. Nein. Alles unwichtig. tatsächlich mehr oder weniger ja schon, weil es ja eine, wie ich ja gesagt habe, das war ja eine Outgame-Planung und es war nicht nötig, denke ich, da irgendwas umzusetzen, weil es macht halt irgendwie die Gang und die sind doch eher plant und die haben da gar nichts zu suchen, die beiden. Ja, so, pass auf, da ich dazu nicht sagen muss oder möchte, kann ich ja schon mal etwas weiter in die Zukunft greifen. Es sind noch ein paar Veränderungen in der Gang und in der Stadt, hauptsächlich in der Gang, die jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten vielen Folgen kommen werden, in naher und ferner Zukunft. Und danach, wenn dann das Gröbste vorbei ist, das denke ich, merkt man dann, wann sich da die Dinge etwas wieder normalisieren. Danach werden wir das langsam auslaufen lassen, dieses Projekt hier. Was ich jetzt als letztes habe, ist Folge 254 oder 55 oder so ein Shit und ich denke, wir werden das vermutlich nicht, also höchstwahrscheinlich nicht bis 270 durchziehen. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt irgendwie, ne, so jetzt immer noch nicht dann ausläuft, aber ein bisschen muss ich die beiden ja noch runterwirtschaften und das gelingt auch ganz gut. Und das schon mal, damit wir uns alle langsam drauf einstellen, dass die Scheiße auch mal ein Ende hat. Es ist ja nur auch Zeitverjagen. Ich will nicht sagen, dass was passiert ist, aber es ist Zeitverjagen. Das heißt, ich werde vermutlich in den nächsten Wochen versuchen, schon mal die Rückstände irgendwie zu beseitigen. Das heißt, pro Woche mindestens 3 Folgen. Oh, shit. Vermutlich läuft es wieder hinaus auf eine Woche 7 Folgen oder so ein Shit. Und dann sind wir wieder ein bisschen normal. Oder irgend sowas, ich weiß noch nicht. Ich muss auch mal gucken, wie das wird, ob ich Linda... Shit. Ich muss auch mal gucken, ob ich irgendwie Flumi überzeugen kann, dass sie noch ein bisschen was zu tun hat für diese Scheiße hier, dass sie auch einen Beitrag leistet, damit wir es hier regel kriegen. Danach würde es weitergehen mit diesem, wir wollten ausprobieren, Pen and Paper tatsächlich, ja, dass wir uns da mal ein bisschen verwirklichen. Ich denke, da haben wir ganz hervorragende Dinge noch nicht geplant, aber mir schwebt Dummes vor. Es wird kein Shadowrun. Es wird einfach kein Shadowrun. Aber es wird trotzdem behindert, sagen wir ehrlich. Genau, das ist so der Plan für die vermutlich weitere Zukunft, denn
Wenn wir alle mal so tun, als wären wir ehrlich, dann werde ich garantiert nicht diesen Folgenrückstand aufarbeiten und das wird doch ewig hier weiterlaufen. Für immer. Oh Gott. Also ist nicht so, als ob ich keinen Spaß hätte zurzeit, aber es ist so, als ja. Wenn man das Ende langsam kommen sieht, dann wird das mit dem Schneiden immer anstrengender, sag ich mal. Frag mich nicht warum. Ist einfach so. Genau. Bis dahin, macht's gut, ihr kleinen Knusperköpfe und Köpfinnen.